Und damit hallihallo und herzlich willkommen. Ich bin der Bio von ÖPNV Simulator News. Schön, dass ihr wieder da seid. Es gibt eine Breaking News und da freue ich mich drüber, dass ich euch das hier jetzt zeigen kann. Die E3 2019 von Microsoft, die PK, ist zu Ende gegangen und sie haben was angekündigt, was ich sehr großartig finde. Ich hätte damit schon längst gar nicht mehr gerechnet, dass das nochmal irgendwie mal aus dem Hause Microsoft stammt. Und was das ist, das will ich euch jetzt hier zeigen. Dementsprechend will ich mal sagen, machen wir hier einfach mal Film ab. Und zwar, ihr habt das natürlich schon gesehen, wenn ihr jetzt schon auf dem Kanal wart oder so, habe ich bereits schon direkt von der E3 das Video hochgeladen, habe das schon gepostet gehabt hier bei uns auf YouTube. Und ihr seht, es handelt sich hierbei um den Microsoft Flight Simulator. Mein Gott, wie lange ist denn das her, dass da mal wieder was Neues rauskam? Microsoft setzt sich nochmal ran und will nochmal in die Simulationsbranche eintreten. Finde ich großartig, finde ich das Ganze. Das Ganze soll übrigens 2020 erscheinen auf dem PC und der Xbox One und Xbox Scarlett. Das Ganze habt ihr gesehen in 4K. Und ja, die neue Xbox Scarlett wurde bereits auch angekündigt. Erscheint Weihnachten 2020. Und ja, nächsten Jahr denn soll dann halt schon vorab denn der Microsoft Flight Simulator kommen. Wir hatten viel spekuliert, was es sein könnte. Wir dachten erst, es ist vielleicht ein neues Produkt, was von Dovetail Games kommt. Aber nein, es handelt sich hierbei um den Urvater, der Microsoft Flight Simulator. Ich habe mega Bock drauf. Ich habe so unendlich mega Bock drauf. Ich habe den damals so gerne gespielt. Und es wurde Zeit, dass man da wieder was Neues rauskommt. Und meine Hoffnung stirbt immer zuletzt. Vielleicht erwartet uns ja dann irgendwann, wenn das Ding gut läuft, doch noch ein Microsoft Train Simulator Teil 2. Ja, der uns schon Ewigkeiten versprochen wurde, aber nie erschienen ist. Und das wäre großartig, wäre das Ganze. Und ihr seht das, es sieht unheimlich hübsch aus, ja. Es sieht wirklich, wirklich toll aus. Also das kann sich mega sehen lassen. Also ich bin gespannt, wie das Ganze nachher aussieht, denn wenn das fertig ist, wenn das released wird und alles sowas, was wir dafür Systemleistung brauchen, etc. pp. Also das ist ja alles noch nicht wirklich bestätigt und wurde auch dementsprechend halt noch nicht angekündigt. Aber wie gesagt, 2020 soll es soweit sein. Erscheint dann wie gesagt für PC und der Xbox. Und was man hier noch sagen kann, ist, dass ein neues Bezahlmodell von Microsoft eingeführt wurde oder schon Ewigkeiten gibt, jetzt erweitert wurde. Und zwar gibt es für Xbox-Spieler den Xbox Game Pass, wo man sich halt für monatlich 10 € aus einer Riesenspielbibliothek sich an Spiele vergreifen kann und die einfach einen Monat lang zocken kann. Praktisch wie so einem Netflix-Flat, ja, wo ihr einfach alles gucken könnt. Und ihr bezahlt halt bloß einen Preis. Das Ganze gibt es jetzt ja für die Xbox. Und jetzt haben sie das Ganze jetzt auch für den PC gemacht. Das Ganze kostet dann auch 9,99 € oder ihr kauft die Ultimate-Version. Wenn ihr zum Beispiel noch Xbox-Besitzer seid, dann bezahlt ihr diese 15 € pro Monat, habt den Xbox Game Pass, habt den PC Game Pass und habt Xbox Live Gold für 15 € im Monat. Und der Microsoft Flight Simulator ist Teil mit vom Game Pass. Das heißt, wenn das Spiel released ist und ihr habt zufällig den Game Pass, könnt ihr euch das direkt runterladen und könnt es dann ja für euren Preis spielen. Ihr müsst halt dann nicht mehr die Vollversion oder sonst irgendwas kaufen, sondern ihr habt ja dann dieses Abo-Modell. Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe, ihr nehmt mir das jetzt nicht übel, dass ich das ganze Video, das Vorab-Video schon mal hochgeladen hatte. Das wird jetzt entfernt und wird jetzt durch das jetzt hier ersetzt. Aber es war halt keine Zeit gewesen, weil die Pressekonferenz einfach mega gut war. Und ja, damit will ich mich auch schon wieder verabschieden. Das war es hier von mir. Sage danke fürs Zuschauen. Ciao, tschüss und natürlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.